Erst müssen wir noch ein kleines Stück laufen. Ja, an der Stelle mal eine kurze Pause. Da geht's auch weiter. Wir gehen zum zweiten Boss. Das Kanonenschiff. Das ist relativ einfach. Das wird auch in den Norden getankt. Bei Flammensturm sollte man natürlich vorweggehen, weil der ist etwas dauerhaft. Kann man sich einmal nach links oder rechts stellen von ihm. Jetzt wird ein Spieler markiert. Dieser Spieler wird gleich verfolgt. Jetzt gibt's Hasenbraten. Da wird er halt verfolgt. Dann läuft er halt kurz dem Spieler hinterher. Ads, die einfach umprügeln. Und dann wird wieder ein Spieler halt verfolgt. Man muss nicht unbedingt da reinlaufen, weil dann kriegt man sonst eine Brandwunde und so. Feuersturm ist natürlich jetzt doof gelaufen. Bei der Aktion wäre fast ein DD gestorben, so wir tanken ihn wieder in den Norden, also an den Rand ran. Ja. Feuersturm, wie wir ja schon gesagt haben. Jetzt wird wieder ein Spieler markiert. Am besten läuft man immer so, wie der Heiler jetzt läuft, so dass man möglichst wenig Feld hat und verbraucht, aber halt genug Platz ist. Generell schießt er auch zwischendurch mal so, dass das Spiel halt random markiert wird, also beschossen wird, nicht markiert. So, jetzt haben wir noch einen Ad, einen Frontbrecher. Den tanken wir auch einfach weg und besiegen ihn. Und da wird wieder der nächste Spieler markiert und wieder der Heiler. Das ist übrigens immer unterschiedlich, ob Heiler oder nicht. Im optimalen Fall passiert genau das. Jetzt müsste gleich wieder Feuersturm kommen. Allerdings wird erstmal beschossen. Und dann wieder ein Spieler markiert. Und dann ist der Boss auch tot. Das war's, wenn es ein Boss. Weiter geht's halt mit Ad-Gruppen.